Hallo ihr Lieben, ich bin's, die Marion von Stempelhexi Maxi und ich habe heute kein Kreativvideo für euch, sondern nur mal einen Tipp am Rande. Also ich erfinde das Rad nicht jetzt hier neu, aber ich habe für mich den praktischen Tipp eigentlich rausgesucht aus dem Internet. Den habe ich schon eine ganze Weile, aber ich wollte euch den mal zeigen. Und zwar geht es darum, um die Standschablonen. So, und zwar folgendes. Die kommen ja hier normalerweise in so einer Hülle. Sind die ja hier alle in der Hülle drinne. Und dann hat man ja diese Stanzform separat, man hat diese Stempelsets separat. Und ich bewahre dieses ja nicht immer so komplett auf im Regal. Die einen sind in einer Kiste, wo alle Stanzschablonen drin sind. Hier hat man die im Schrank. Also sucht man erst das Stempelset, dann suchst du die Stanzschablonen, wenn du sie benötigst. Dann sucht man Papier und dies und das. Also verbringt man eigentlich mehr Zeit mit Suchen, als dass man kreativ ist. Und da wollte ich mir die Zeit sparen und habe mir gedacht, ich zeige euch heute mal einen Tipp dazu. Und zwar habe ich dazu Magnetplatten. Und die habe ich mir zurechtgeschnitten, dass ich diese hier reinlegen kann. Und dort meine Standschablonen aufpacken kann, sodass ich das Stempelset und die Standschablonen beieinander habe. Und ich zeige euch mal, wie ich das gemacht habe. Also ist ja eigentlich ein kleiner Tipp. Das ist hier, dieses Stück hat ein Format von 13 x 18,5. Das schneiden wir uns jetzt zurecht. Und dann ist das schon erledigt. So, ich habe hier welche aus dem Internet mir bestellt, die habe ich schon ewig, weil ich habe ja die anderen Stempelsets mir auch schon alle zurecht gemacht, aber die aus dem Herbst-Winter-Katalog sind noch nicht fertig und da bin ich nämlich gerade bei und deshalb dachte ich, ach, ich zeige euch gleich mal diesen Tipp. Wie gesagt, den schneiden wir uns jetzt erstmal zurecht. Dafür nehme ich mir natürlich auch nicht den Papierschneider von Stampin' Up, weil mit dem Papier klingen machen wir uns das nur kaputt. So, wir schneiden uns das erstmal zurecht auf 13 cm Breite. So. 13 cm. Schneiden es uns runter. Jetzt hat ja leider mein Schneidebrett keine 18 cm. Das ist aber nicht so schlimm. Weiß Stampin' Up hat ja hier unten so eine schöne Zentimeterangabe und die werde ich mir jetzt zur Hilfe nehmen, das Papier. So, ich lege die Schneideklinge bei 15 an, verlängere es auf 18,5 und schneide es mir zu, sodass ich dann nur noch einen Streifen hier übrig habe. Und das müsste jetzt im Stempelset reinpassen. Oh, warte, hier ist es. So. Hervorragend. Passt hier rein. Und dann achtet mal drauf, welche am besten haftet, welche Seite. Weil ich glaube, die ist es nicht. Dann nehmen wir diese, weil dann bleiben die auch dran. So, und dann kann man die richtig schön alle reinsortieren. Und dann hat man das Stempelset und die Standform beieinander und hat sich dort wenigstens schon mal ein bisschen Zeit gespart beim Suchen. So, und weil ich ja diese Stempelaufkleber nicht benutze, weil ich habe mir die früher nicht benutzt, benutze ich auch jetzt nicht, packe ich mir hier rein als Trennblatt, so dazwischen praktisch, dort habe ich meine Stempel, hier meine Stanzschablonen oder Stanzformen und kann das alles schön beieinander jetzt ins Regal und spare mir die Zeit beim Suchen. Den Tipp wollte ich euch heute mal mitgeben. Das können wir jetzt natürlich vernichten. Die Rückseite von dem, wartet mal, ja genau, Freude zum Fest, was immer der Einleger ist hier drin, den mache ich mir meistens auch da hinten rein.
weil falls Kunden anrufen und möchten die Bestellnummer wissen oder wie auch immer, dann habe ich die hier gleich parat. Und hier vorne habe ich natürlich die von den Stempeln. Und diese Hülle, den Tipp gebe ich euch auch noch. Die muss ja nicht einfach nur leer in der Kiste rumliegen. Da könntet ihr euch zum Beispiel restliche Stanzteile, die ihr euch ausgestanzt habt, die ihr nicht mehr benötigt, hier reinlegen zum Beispiel. Beschriften, dann habt ihr die auch immer parat. Oder wenn ihr Workshops macht, für Karten müsste es auch mal reichen. Habt ihr so eine kleine Täschchen, könnt ihr die auf den Tisch packen für eure Projekte. Also dafür gibt es bestimmt auch nochmal eine Verwendung und daher müssen die ja nicht unnötig in der Kiste liegen. So, das war mein Tipp zum Sonntag. Ich wünsche euch einen wunderschönen ersten Advent. Einen Restsonntag wünsche ich euch noch einen schönen und genießt die Zeit. Bis bald, eure Marion.